Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Showdown Randomizer. Und heute zelebrieren wir so gesehen den 10. Part. Nein, ich zelebriere den nicht wirklich. Es ist eigentlich nur ein ganz normaler Part, wie sonst auch immer. Ich wollte nur damit sagen, dass wir ab dem heutigen Tage zweistellig sind. Wie dem auch sei, ich mache mir heute wieder ein Team hier fertig in Pokémon Showdown. Ihr wisst Bescheid, beziehungsweise ich mache es mir nicht selber fertig, sondern diese wunderschöne Seite, die ihr sowohl in der Beschreibung seht, als auch hier jetzt gerade seht. Und falls ihr wissen wollt, wie die Seite so funktioniert, was sie alles so machen kann, dann schaut euch die 8. Folge an vom Pokémon Showdown Randomizer Projekt, denn dort erkläre ich diese Seite, wie sie funktioniert und ja, eigentlich nur diese beiden Sachen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt im letzten Part Yuyu gemacht und im Part davor Oyu und heute mache ich einfach mal Piyu. Komm, wir machen heute mal Piyu, wir gehen heute mal ein bisschen ganz weit nach unten und versuchen uns mal in der Piyu Range. Ich bin sehr gespannt, Piyu, sehr cooles Tier, gefällt mir sehr gut. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was für Pokémon ich da jetzt bekomme. Also, let's go! Alles klar. Okay, das sieht mir nach einem wirklich mehr defensiveren aus. Wir haben hier zum Beispiel das, wie heißt du auf Deutsch nochmal? Schluckpuck, Schlupfwech. Schluckwech, genau. Wir haben hier Schluckwech, Krüppuck und halt eben dieses Avalok, welches ich jetzt gerade nicht mehr wirklich aus dem Kopf weiß, wie es auf Deutsch nochmal hieß. Actilas, glaube ich, genau. Actilas. Und vor allem hier, Inikoro darf man auch nicht vergessen, sind halt, wobei Inikoro ist, nee, Inikoro ist gar nicht wirklich irgendwie tankig. Vielleicht die 70 HP, die es besitzt, aber ne. Naja, es ist ein sehr interessantes Team, das ich hier bekommen habe. Es sind natürlich Pokémon, die jetzt nicht die stärksten sind, deswegen ja auch im Piyu. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich von dem, was ich im Piyu bekommen hätte können, glaube ich, nicht allzu gut ist, was ich hier habe. Das Gute ist hier, Weak Against, sehe ich nichts, was, also das finde ich schon mal mega geil, dass hier wirklich gar nichts ist, was hier rot aufschlägt. Das heißt, das Höchste sind immer nur Fight, Rock und Ground, was halt eben zwei Pokémon von mir sehr effektiv trifft und so weiter. Und so, hier oben sehe ich auch bei Strong Against keine rote Zahl, also kein Pokémon, also wir können gegen jeden Typen so gesehen etwas machen. Finde ich super, das ist auf jeden Fall ziemlich geil, aber ich möchte jetzt gar nicht weiter rumfackeln, ich mache auf jeden Fall jetzt hier das Team rein, beziehungsweise so, kopiere das hier eben schnell rein, zack. Und dann würde ich sagen, ah ne, warte, wir müssen das jetzt noch einstellen auf Piyu und dann versuchen wir uns doch mal im Piyu mit diesem Randomizer-Team, ja? Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Mal gucken, ob ich mir heute etwas Gutes hier rausholen kann. Im letzten Part hat ja das mit dem letzten Kampf ganz gut funktioniert. Da habe ich ja gewonnen, was ich sehr cool finde. Und hier sind wir schon im Fight. Mach mal hier das Teil hier an der Seite weg. So, alles klar. Hier kann ich mir vorstellen, er liegt mit Lepumentas. Was mache ich denn da am besten gegen Lepumentas? Da geht schon los. Ich würde Tukanon gerne machen und dann einfach Bullet Seed versuchen. Ich glaube, das mache ich auch. Komm. Was kann er gegen Tukanon eigentlich groß anrichten? Ich meine, Togetic ist halt wirklich kacke. Oh, Weezing. Oh, wie ich dich mag. Oh Gottchen, was war das nochmal? If the user is hit by a contact move this turn before it can execute this move, the attacker is burned. Ich würde hier sogar aber tatsächlich rauswechseln wollen. Weezing gefällt mir echt gar nicht als gegnerisches Pokémon. Mal gucken, vielleicht sitzt der Toxin an und ich kann ihn oncorn. Will-O-Wisp! Aha! Warte mal. Habe ich irgendein Pokémon, welches vielleicht Wonderskin? Was war Wonderskin nochmal? Ah, scheiße. Oh, shit. Was bist du nochmal? Wonderskin. Wunderhaut. Doch, klar. Genau. Viele Statusattacken heißt, Wunder senkt die Genauigkeit von... Genauigkeit nur. Achso, okay. Weil dann würde ich jetzt hier halt rüber wechseln. Weil der... Also Onkorn und dann halt rüber wechseln. Oh, jetzt habe ich Toxic Spikes. Aber das ist auch nicht schlimm. Vor allem, weil ich halt eben die Möglichkeit habe, dann hier mit Rapid Spin das eh wieder wegzukriegen. Jetzt gehe ich auf Spirit Tomb. Jetzt kann ich mir vorstellen, wird er nicht drin bleiben mit Weezing, nachdem er das jetzt nochmal gemacht hat. Und jetzt Pursuit Trap ich den. Müsste doch eigentlich funktionieren. Also was heißt Pursuit Trap? Also er wird jetzt eigentlich rausswitchen müssen, denke ich mal. Ja, perfekt. Oh, es hat funktioniert. Nur 17. Alter, das ist ja, das hält ja alles auf dieser Welt aus. Scheiß, die waren da. Was kann Claydol gegen mich bitte ausrichten? Ich mache mal einfach mal einen Dark Pulse. Oh ja, jetzt geht's los. Ich habe schon mitgekriegt, da gibt's ja irgendwie so ein kleines, ich sag mal, PU-Meme, wo es ja drin heißt, so, yo, in PU ist das so ein Hazard-Stall, nicht Hazard-Stall, so ein Hazard, wie nennt man das? Regen einfach nur. Ich will noch ganz kurz bei Razzafass nachschauen. Hat der Justified als Fähigkeit?
Siegeswille war das, glaube ich, ne? Nein, war es nicht. Nein, also ich habe gedacht, es hat halt eben diese Fähigkeit Justified. Also wie heißt es mal? Redlichkeit, genau, aber das hat er, das ist ja, glaube ich, genau. Weil sonst hätte ich mit Dark Pulse nicht mehr weitergemacht. Aber ich würde einfach bei Dark Pulse jetzt bleiben, habe ich kein Problem mit. Jetzt reste ich einfach. Mach ruhig nochmal deine Earth Power, habe ich kein Problem mit. Ich reste jetzt einfach hoch. Dann bin ich sowieso nicht mehr poisoned und so. Du könntest, ja, okay. Ich wollte eigentlich zuerst sagen, du könntest so, keine Ahnung, Togetic reinschicken und dann mit einer Feenattacke kommen oder so ein Quatsch, aber das geht, denke ich mal, auch. Und jetzt würde ich sogar tatsächlich schon auf Rapid Spin eben gehen. Oh no! Oh no, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Er wird jetzt attackieren. Dafür hat er halt eben auch die, ja, genau. Oh, es chaot mich nicht, Alter. Oh, Weakness Policy hatte ich gehabt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und es reicht natürlich aus, um ihn zu killen. Und das reicht aber auch aus, um einen Everlock zu killen. Jetzt sieht's scheiße aus. Jetzt sieht's wirklich kacke aus. Zumindest was die, ja, Hazards angehen. Ich habe jetzt wirklich kein... Nee, ich habe kein anderes Problem. Das ist jetzt natürlich ein bisschen uncool. Was kann der groß gegen Tukanon machen? Ja, natürlich Smogmog, ne? Aber wenn ich halt eben Sword Stance rausbekomme... Oh, Mann, du Drecksack. Ich mache jetzt Sword Stance. Jetzt ist mir doch scheißegal hier. Smogmog kann 240 Speed haben insgesamt. Was hat denn das für ein Base Speed? Willst du mich verarschen? Als ob. Als ob. Das glaube ich dir nicht. 60, das ist ja fast gar nicht. Sludge Bomb willst du hier ausprobieren. Da setzt ja auch Big Blast ein. Kannst du auch schwer hin... Willowisp. Ja, hätte ich auch mitrechnen müssen, ne? Das ist jetzt echt kacke. Ich mach nochmal Sword Stance. Er ist schneller, ne? Ach, das war richtig dumm. Oh, das war so dumm. Ach, das war so dumm. Oh, wie dämlich ich bin. Oh, wie blöd kann man... Lol, was? Ich hab doch gerade noch gewechselt, weil ich wusste, dass... Ist das ein Speed-Teil gewesen, oder was? War das ein Speed-Teil? Tatsächlich. Und er hat dreimal den Speed-Teil gewonnen. Unlucky an der Stelle. Was machen wir da? Es sieht echt kacke aus, irgendwie ein bisschen für mich. Ja, ich würde jetzt Spirit Tomb halt gehen, ne? Sleep Talk und jetzt einfach das Beste hoffen. Boah, die Smogmog ist so scheiße, ey. Die Smogmog ist so scheiße. So kacke. Weil vor allem, er hat auch noch einen Togetic, was mich auch wegstallt. Weil ich halt gegen Pokémon... Ich kann nicht so viel Schaden machen. Ich habe auch kein Knock-Off. Um seinen Evoliten wegzudonnern. Das heißt, der tankt auch wieder so viel. Ich würde ja gerne, weiß ich nicht, hier ein bisschen Pacing ins Game bringen, ja? Und so ein bisschen, ich finde es gerade sehr interessant, dass der Typ einfach Hämorrhoide heißt. Also jetzt nicht das deutsche Wort dafür. Das ist doch das englische Wort, oder nicht? Ach Gott. Ich... Oh Gott. Ich will diese Bilder euch nicht antun. So, willst du noch was, oder was? Oder musst du jetzt gerade, weiß ich nicht, dir ein Zäpfchen reinladen oder so, damit die Hämorrhoiden weggehen? Aha, da haben wir es hingekriegt. Pyro, was machen wir denn jetzt? Komm schon, bitte, bitte, bitte. Das ist so klar. Warum auch nicht, ey? Das ist doch... Boostest du dich? Fireblast. Der geht straight auf Fireblast. Ja, mach ruhig. Ah, Pursuit. Warum Pursuit von allem, was du hättest machen können? Leck mich. Fireblast geht daneben. Glücklich. Bleib mal bei Fireblast. Habe ich nichts gegen. Aber jetzt switcht er wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Denkt er, dass ich Erdbeben oder so einen Quatsch habe? Geh mal auf Sludge Bomb. Oh, du bist echt... Ich hasse es. Ich hasse es. So, egal was du jetzt einsetzt, ich würde das gerne Encore. Kann auch meinetwegen Will-O-Wisp sein. Wobei, kann es Will-O-Wisp sein? Ja, es kann meinetwegen Will-O-Wisp sein. Mach einfach. Damit negierst du zwar mein Black Sludge, aber ich meine, du machst wenigstens, versuch keinen Schaden. Ah, Toxic Spikes. Ach, stimmt, jetzt sind keine Toxic Spikes ja mehr da. Das ist jetzt wieder auch mal wieder so, ach, Mann, das war so dumm von mir. Natürlich sind die nicht mehr da. Und das ist so wieder, wie gesagt, das, was ich überhaupt nicht im Kopf hatte. Natürlich, die Toxic Spikes wurden jetzt so gesehen aufgesaugt. Ach, Mann, ey. Das habe ich voll vercheckt. Das habe ich voll vercheckt. Jetzt weiß ich zumindest, was das angeht mehr. Fuck. Ja,
Ja, mach ruhig weiter mit Toxic Spikes. Vielleicht krieg ich dich ja noch gefreezed oder sowas. Was hat eigentlich vorhin Sludge-Bomb gemacht? 17%, dann bleib ich bei Ice Beam. Soll er halt ruhig switchen zu Pyro. Hab ich kein Problem mit. Dann. Claydol sogar? Sexudrat. Natürlich reicht es nicht. Ich bleibe aber bei Ice Beam. Switch ruhig zu deinem Pyro, habe ich kein Problem mit. Der kann ja eh nur, ja, dass er halt jetzt Earth Power Schaden rausbekommt, ist so unnötig, weißt du? Hätte das ausgereicht. Aber nein, es reicht natürlich nicht aus. Eieieiei. Oh, jetzt versuchen wir aber hier interessante Dinge. Was ist dein Plan? Ich gehe mal auf Pain Split. Oh Gott, okay, gut, dass ich auf Pain Split da gegangen bin. Aber wenn ich jetzt ein Flug-Pokémon hätte, würde ich es Encore, ne? Vielleicht kriege ich ja. Ja, vielleicht kriege ich ja Poison raus. Vielleicht kriege ich den ja irgendwie vergiftet. Wer weiß. Weil ich kann auch einfach die ganze Zeit Pain Split spammen, ne? Ich habe mehr Pain Splits als er Earthquake. Stallen wir das jetzt komplett aus oder wie geht's jetzt los hier? Bis er crittet. Ah. Das ist doch. Boah, okay, das ist jetzt ganz schön unglücklich. Und ganz ehrlich, da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf für Forfitten. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Und ich mache jetzt ein anderes Team hier fertig. Sorry, aber das finde ich scheiße, Mann. Randomize hier raus. So. Was ist das denn? Das Pokémon kann man echt spielen im PU mit Eviolit? Eviolit, sei schon. Mit Evoliten? Echt? Das habe ich noch nie gesehen. Oh Gott. Okay, was ein Team. Alter. Fünf Pokémon, mit denen ich noch nie wirklich gespielt habe. Groink, dieses komische Bus-Pokémon, Kinoso, Maracamba und Skungtang. Lantern kenne ich noch. Heilige Scheiße, ist das ein komisches Team. Egal, wie gesagt, ich probiere es auf jeden Fall. Und ich, schaue jetzt mal, dass ich da was Besseres rausbekomme. Mein anderes Team hat mir nicht gefallen. Ja, und der Typ hat mich am Ende eh besiegt. Ich weiß es doch jetzt schon. Das wollte ich jetzt nicht einfach irgendwie. Ich wollte das auch nicht für euch so in die Länge ziehen. Ach, guck mal. Kingla ist ja momentan im Suspect-Test. Was mir jetzt gerade hier auffällt. Ich kann mir vorstellen. Nee, ich kann mir nichts vorstellen, mit was er hier lieben will. Gar nichts. Ich kann mir hier gar nichts vorstellen. Scheiß die Wandern. Vielleicht. Pyroar, I guess. Er hat schon was ausgesucht. Ich würde auch gerne mit Landtouren einfach leaden, um eben ein Thunderwave rauszubekommen. Hier ist es dann eigentlich relativ egal, was er reinsetzt, außer für die Purba. Lycanroc. Lycanroc kannst du meinetwegen einsetzen, irgendwie Acelroc oder so einsetzen. Oder bleib einfach drin. Bleib einfach drin. Bleib einfach drin. Bleib drin. Habe ich kein Problem mit. Dann habe ich dich gethunderwaved und alles ist gut. Ja, genau. Perfekt. Ja, ich habe doch Ballon. Siehst du das nicht? Bleib ruhig drin, habe ich kein Problem. Jetzt habe ich ein sehr schnelles Pokémon von dir erstmal schön paralysiert. Jetzt setze ich Hydro-Pumpe ein. Man könnte jetzt Fulipurba wechseln, ne? Ich gehe mal lieber auf Ice Beam. Altaria kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass er Fulipurba geht. Ja! Oh! Leute, jetzt geht's erst richtig los, ja? Jetzt geht's erst richtig los. Er wird auf jeden Fall schneller sein als ich. Und das möchte ich auch nicht riskieren, dass er mir da blöd Schaden macht. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Chayabug. Und jetzt, ich würde sogar sagen, ich setze ein Toxin raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er drin bleibt. Pyro, sehr gut. Okay, dann ist es sogar ziemlich gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt haben wir Pyro erstmal getoxiziert. Hier hätte ich gerne Protect drauf anstelle von Magnetrise. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Und jetzt gehe ich auf Landtouren. Und selbst wenn er jetzt Leafeon geht, ich glaube, Leafeon wird trotzdem von Hydro Pump besiegt, würde ich jetzt mal schätzen. Deswegen gehe ich trotzdem einfach mal auf Hydro Pump. Ja, es sollte eigentlich KO'en. Ah, es trifft natürlich nicht. Mann, was ist hier los? Ich gehe nochmal auf Chayabug. Da ist es mir auch egal, was er einsetzt. Chayabug. Ja, ach, er hat sein Z sogar. Oh, wie süß. Ach Gottchen. Gehe ich auf Bug Bite. Selbst wenn er Pyro gehen sollte, ich habe schon das. Okay, er macht einfach. Okay. Ich habe sie eh Toxin. Ich habe sie eh vergiftet, also von daher ist mir das auch relativ wumpe. Es ist jetzt die ganze Zeit so ein Herum-Switch-Game wieder oder was? Ich könnte jetzt. Grumpig. Weil ich kann mir vorstellen, dass er jetzt wieder auf Fireblast geht und ich habe hier ein Thick Fat drauf. Oder was machst du jetzt? Hyper Voice. Interessant. Okay, alles klar. Der hat wohl damit so ein bisschen gerechnet, dass er wohl einsetzt. Okay, auf Psychic. Oh, nein. Du gehst jetzt höchstwahrscheinlich auf der Mighty Jena. Ja! Bam! Oh, es trifft sogar. Ah, oh, es KO'd aber nicht, ne? Shit. Ich bin nicht schneller. Ich hätte schneller sein können, aber es gibt hier kein Speed-Investment auf dem Pokémon.
Ja, wechselst du wieder auf Chaya-Bug, ne? Ah, er war sogar Live-Orb. Okay, interessant. Deswegen ist er jetzt gerade nochmal direkt durch Crunch gestorben. Alter, das Pokémon macht hier auf jeden Fall Work, Alter. Holy shit, Mann. Das ist voll interessant. Wie gesagt, diesen Bus, Alter, ich wusste nicht mal, dass es vor einem PU überhaupt spielbar ist. Aber das finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Mach ruhig nochmal dein Hyper Voice. Jetzt hast du nämlich deine einzige Psychoresistenz hast du jetzt aufgegeben. Ja, mach ruhig. Mach ruhig, habe ich kein Problem mit. Schieß uns jetzt Psychokinese jetzt ein. Gar kein Problem. Du hast jetzt keine Du kannst jetzt nicht mehr einswitchen in Psychokinese. Ja, Altaria kannst du. Okay, das würde wahrscheinlich ziemlich gut tanken. Vielleicht kriege ich einen Speed Drop. Nein, kriege ich nicht. Ich würde gerne trotzdem Toxin auf dich rausbekommen. Hat's Natural. Oh, es kriegt. Es geht daneben. Hat es Natural Cure? Hab ich das gar nicht drauf geeilt? Ja, genau. Ja, Dead Natural Cure, kein Cloud 9. Sonst hätte das ja hier, glaube ich, im Chat gestanden. Ja, gut, dann ist relativ unnötig, dass sein Toxin daneben ging. Feels Batman. Setzt jetzt Gangtank ein. Soll er halt Toxin einsetzen? Ja, mach ruhig, dann habe ich keine Probleme. Hier, baller ruhig raus. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht drin bleibt. Also gehe ich mal auf Pursuit. Ich kann mir vorstellen, dass er raus. Er hat aufgegeben. Ach Mensch. Er hat aufgegeben. Upsala, jetzt seht ihr alles hier fünffach. Er hat aufgegeben. Aber ich würde sagen, wir machen sogar noch ein drittes Team dann hier. Weil ich jetzt gerade einfach Bock darauf habe. Und weil wir halt sowieso jetzt. Das ist jetzt kein allzu langer Part sonst. Randomize, drittes Team. Oh, wir haben selber ein Smogmog. Und selber ein. Ey, das ist ja. Ey, das Team ist aber cool. Das finde ich ganz cool tatsächlich. Das ist ein Team, das mir sehr gut gefallen kann. Wir haben Raindance hier sogar. Das könnte sogar gar nicht mal so schlecht sein mit Shell Smash, Huntail. Okay, ich bin gespannt. Ich finde das Team eigentlich ganz cool. Und ich würde mal sagen, das probieren wir jetzt hier einfach mal aus. Beziehungsweise probiere ich jetzt einfach mal aus. Und vielleicht kriege ich damit ja was Gutes hier. Vielleicht kriege ich da ja was Gutes mit raus. Vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht. Vielleicht bin ich ja gar nicht mal so schlecht. Nein, ich bin richtig kacke. Mal schauen, was es hier für einen Gegner gibt. Oh, God fucking damn it. Ich sehe schon wieder Stall. Habe ich Knockoff? Ja, ich habe Knockoff. Und ich glaube, ich möchte direkt mit Shiftree leaden. Ich einfach nur, weil ich. Der hat halt drei Pokémon hier, die ich gerne mit Knockoff wegdonnern möchte: Clefable, Zwirklob und hier Venikro oder wie du da heißt. Keine Ahnung. Das sind drei Pokémon, die ich so gerne Knockoffen würde. Weil. Ach, Mann. Ist das schon wieder so ein Kack-Stall-Scheiß oder was? Habe ich das verdient? Ah, hier oben steht es ja sogar noch. Pio is currently suspecting Kingler. Genau, korrekt. Er geht aber mit Sableye los. Ich kann mir vorstellen, dass er hier auf Will-O-Wisp geht. Und da Will-O-Wisp tatsächlich eins meiner Pokémon hier wirklich komplett am Arsch vorbeigehen kann, ja, er geht sogar auf Will-O-Wisp, sehr gut, mache ich das so und gehe jetzt auf Raindance tatsächlich, um halt den Regentanz, den ich vorhin angesprochen habe, trotzdem rauszubekommen. Es profit kein Pokémon. Ah, du dreckiger, dummer. Piepen Sie jetzt dieses Video hier raus. Dann gehe ich halt einfach auf den Scaldburn, hoffentlich. Nee, kriege ich aber nicht. Vielleicht kriege ich ja jetzt einen Scaldburn. Who knows? Ist auch egal, wenn er jetzt rauswitcht oder sowas. Dann kriege ich halt einen Scaldburn irgendwie für jemanden raus. Wäre zumindest das Beste. Dass er jetzt Damprock weggedonnert hat, finde ich auch nicht schlimm. Komm, bitte, bitte, bitte krieg ich einen Burn. Jawohl, sehr geil. Jetzt setze nochmal Knockoff ein. Das kannst du mein Ding machen. Jetzt würde ich dich gerne Giga Drain. Dann bekomme ich nämlich. Ah, er recovered. Ja, gut, das kannst du natürlich mein Ding machen. Dann werde ich dich. Wird er jetzt wieder recovern? Egal, der würde mich halt sowieso dann taunten, ist halt das Problem. Deswegen ist das halt in dem Fall scheißegal. Bleibe ich bei Scald. Genau, ja, ja, wollte gerade sagen, da würde mich halt eben taunten. Das Problem ist, jetzt wird er wahrscheinlich recovern. Und warum das ein Problem ist, ist halt, weil ich würde jetzt gerne. Was kann ich da am besten machen jetzt gegen dich eigentlich? Was ist denn da das Beste, was ich jetzt machen kann? Den größtmöglichen Schaden verursachen. Also, Giga Drain Maractus, I guess? Nein, doch. Ah, er geht auf Venikro. Okay, alles klar. Das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen sehr kacke, muss ich sagen. Okay, ich halt auf Huntail. Ich kann mir vorstellen, jetzt kommt nämlich irgendeine Giftattacke. Ich finde es sehr toll, dass Venikro, by the way, nicht animiert ist. Oh nein, oh nein, oh no. Stop, please, right now. Oh fuck. Bitte booste dich nochmal. Bitte booste dich einfach nochmal. Ah, ich bin schneller. Bitte triff. Bitte triff.
Snubbelicat, ich brauche dich jetzt einmal wirklich sehr. Du bist jetzt sehr wichtig, Snubbelicat. Bitte triff. Bitte. Der Typ, der überlegt gerade. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Oh, yes. Und jetzt auf Huntail gehen. Oh, er geht auf Clefairy. Ist mir egal. Geh auf Shell Smash. Und jetzt, meine lieben Freunde. Wenn ich Shell Smash raus habe, er hat kein Wasser-Switch-In. Er hat kein Waterfall-Switch-In. Da kann ich halt Waterfall-Free klicken. Wenn er Toxin einsetzt... Ah, okay, er geht auf Persian. Er geht auf Persian. Ist aber nicht schneller als ich. Und ich weiß jetzt gar... Der wird es wahrscheinlich auch Focus-Sashed haben. Ich gehe mal auf Waterfall. Er put mich selber zu sleep. Er put mich selber zu sleep. Jetzt kommt schon sowas. Egal, du wirst jetzt wahrscheinlich switchen oder so Quatsch und irgendwie versuchen, Huntail zu besiegen, aber ich bleib hier auf jeden Fall drin. Ja, booste dich ruhig hoch, du wirst mich nicht wanted KO'n. Er ist live. Oh. Nevermind. Boah, war das kacke. Ah, ich bin nicht schneller, ne? Ah, shit. Oh, shit. Ich brauch nicht mal unbedingt auf Low Kick gehen. Die Blade sollte es auch eigentlich gehen. Ach, egal. Oh, kann er es... Ach ja, stimmt, mein Huntail war das ja. Ich wollte gerade sagen, kann er es überhaupt? Aber natürlich kann er es. Wäre jetzt lustig, wenn er es nicht könnte und irgendwie durchgekommen wäre. Ich glaube, ich muss Persian hier. Wobei, nee, du bist ziemlich schnell und kannst Pokémon hier einschläfern. Das kann ich auf jeden Fall nicht machen. Du hast doch kein Pokémon, welches irgendwie Hazards wegmachen kann. Dann würde ich gerne, wobei Vinicro, jetzt schläft er sowieso noch. Weil sonst würde ich jetzt versuchen, Toxic Spikes rauszubekommen. Geh mal auf deinen Zubiris. Weil geh nicht auf Zubiris. Oh Gott, du gehst auf Zubiris. Willst du mich jetzt taunten? Geh mal auf Fire Blast und hoffe, es trifft. Wenn er jetzt tauntet, was nicht schlecht. Ja, er tauntet, bitte triff. Nein, komm schon. Der wird jetzt recovern. Wie ungerecht ist das? Ach, komm schon. Oh, fuck you. Ganz ehrlich, fuck you. Verpiss dich doch mit deinem Scheiß hier, Alter. Hab ich keinen Bock drauf, ey. Ganz ehrlich, geh woanders hin. Geh woanders hin und spiel kein Pokémon Showdown mehr. Bitte. Ach, kann ich mich aufregen, echt? Kann ich mich aufregen bis zum geht nicht mehr? Ist der Wahnsinn. Vielleicht gibt's, ist ja das vielleicht ein bisschen besser. Der Typ hat auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr furchteinflößenden Namen. Er hat halt Potrott. Boah, was sind hier für Leute unterwegs? Ich könnte echt im Strahl kotzen. Wirklich, im Strahl kotzen. Bitte Persian. Einfach, weiß ich nicht, am besten irgend so ein Drecks-Pokémon wie Snubbelicat. Snubbelicat? Snubbelicat einfach mal einschläfern. Shuckle, du kannst auch mal schlafen gehen. Wirklich. Tu es einfach. Pennen bitte einfach. Wait, du hast wahrscheinlich Rest Sleep, Sleep Talk, oder? Oh, du hast wahrscheinlich so kack Sleep Talk. Ich gehe trotzdem auf Huntail. Natürlich hast du... Nee, hä? Was? The Opposing woke up! Natürlich ist es One Turn Sleep. Ach, nein, ich wollte nicht auf Sucker Punch gehen. Oh, ich... Egal, er hat mich eher encored. Ich habe mich so verklickt, ich wollte auf Waterfall gehen. Ich schwöre bei alles, ich wollte auf Waterfall gehen. Encore mich ruhig. Da habe ich wenigstens mein Raindance raus. Da kannst du mich auch encoren. Habe ich kein Problem mit. Also fucking Zugaben Gedöns da machen. Habe ich kein Problem mit. Ich habe Discord-Nachrichten bekommen, aber die interessieren mich jetzt gerade nicht. Aha! Noctu setzt du ein. Also das ist wahrscheinlich Luftschnitt auf diesem Pokémon. Und weil du Luftschnitt hast... Ich wollte gerade Huntail sagen. Oh, es suckt gerade Balls. Er sagt thanks, wahrscheinlich wegen seinem Quillfish. Oh, er hat Donner wahrscheinlich. Hast du Donner auf deinem Pikachu? Hurricane, das Miss. Nope. Problem. Helping others in SD so they get better ladder ranks. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke. Muss ich auch mal ehrlich gesagt sagen. Das ekelhaft ist. Okay, die Shuckle ist jetzt auf jeden Fall. Hat der Insomnia?
Hat der Insomnia? Ist doch kacke, dieser Mist. Wer hat der Insomnia? Ich frag einfach nur. Hätte Hypnose nichts gebracht. No, but, with a... I know. But if it would hit... Lol. Na gut. Das ist halt ein GG's. das war halt vielleicht nicht so cool. Wie du musst sein, Leute. Das war der heutige Part. Ein sehr interessanter Part tatsächlich. Es war ja so ein Hoch und Runter tatsächlich. Das jetzt hier mit dem Raindance war ein bisschen kacke. Das Raindance war vielleicht ein bisschen blöd. Ich meine, so gesehen, dass er jetzt auf Noctu gewechselt ist, ich glaube, ich habe ja auch eh in den Turn Regentanz eingesetzt. Vielleicht hätte man jetzt sagen können, Regentanz hätte ich für den ganzen Kampf nie einsetzen dürfen, eben wegen dieser Chance, dass er Hurricane hat. Ich habe jetzt aber euch ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, dass Noctu Hurricane kann, weil, ja, Noctu ist auch wieder so ein Pokémon, mit dem habe ich nie wirklich gekämpft und habe auch nie dagegen irgendwie wirklich gekämpft. Und deswegen fehlt mir so gesehen einfach dieses Wissen darüber, dass es halt Hurricane beherrscht. Jetzt weiß ich mehr. Ja, und dass man es damit spielt, das weiß ich mehr. Wobei, es macht Sinn. Ich glaube, es hatte doch diese eine Fähigkeit, Keen Eye oder so. Nee, das war nur, dass, glaube ich, die Genauigkeit nicht gesenkt werden kann. Ja, dann ist das komisch. Ja, egal. Wie dem auch sei. Leute, wenn euch dieser Party gefallen hat, würde mich ein Daumen von der Support. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Doppeltime Messer ist wieder unterwegs und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bye bye.